Hallöcht, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Seras. Servus. Heute habe ich mir gedacht, machen wir mal eine Themenfolge in Anführungszeichen. Und warum steht der KV2 jetzt hier vom Ausgang? Keine Ahnung. Wir spielen heute mal, oder ich spiele heute mal nur Panzer 4. Und zwar alle, die ich in Anführungszeichen habe. So roundabout 3733 rum, also 4H, 4F2, 4G und der 4J ist scheiße, den habe ich zwar dabei, aber ich versuche ihn nicht zu benutzen. Und ich mag die eigentlich ganz gerne, also wir haben gerade schon drüber gesprochen, die Kanonen sind meistens geil, nur der Rest nicht. Panzerung kannst du vergessen. Außer bei meiner Variante, die muss man sich für echt Geld kaufen. Ja. Wobei man sagen muss, der 4H, den ich hier gerade fahre, der ist eigentlich auch ganz okay mit den Schürzen. Also Heat kann er ganz gut wegstecken. Aber wenn halt was Dickes kommt, hast du halt auch gelust. Also das war gerade pures Harassment für den armen kleinen Schweden. Ich hab grad die haben den gerade zu zweit, also zwei deutsche KV-2er haben den in die Mangel genommen. Toll. Bei dir. Die Dinger quietschen so schön. Du bist die Hauptstraße? Ja. Guck mal, ob ich es bereuen werde. Aber bei dir hat es nicht mal mehr für Platten gelangt. So, nee, bei mir hat es auch nicht für einen Turmdrehkranz. Gartenzaun nur noch drumherum als Schürze. Gut, gegen Heat langs. Oder Grillrost. Hast du keinen Motor im Turm drin kannst? Nee. Das finde ich so Panne, ey. Auch also bei dem hier macht es halt Sinn, weil es die Kommandovariante ja, ist. Ja, aber der 4J halt. Also der 4J ist halt, der J ist halt die Sparvariante. Also ja. Dagegen Kriegsende hatten sie halt einfach kein Material mehr. Okay, also es ist wirklich keiner hier da. Das ist gerade echt merkwürdig hier. Die sind halt echt alle zu A gefahren. Na gut, begrüßen wir sie da halt mal. Rechts von uns. Von uns? Wieso? Okay. Loader Fuel Tank. Ich guck mal, ob ich von hier beschießen kann. Ah, ne, ist eine ISU oder eine Su-152. Ein Haus dazwischen. Sie denn nicht. Ist weitergefahren. Oh, da. Ja. Den habe ich gerade noch fahren sehen. Ist da noch was? Ja, von hier weiter nach links ist einer gefahren gerade. Aber ich weiß nicht, ob der zurückkommen wird. Ah, sehr schön, die ISU ist raus. Ah, nee, sorry. Nur eine ISU. Was macht denn der Heavy auf unserer Seite? Der Heavy? Achso, ja, gut. Ja. Er denkt, es gibt noch Punkte für auf die Fresse kriegen. Ja, also ich stelle mich jetzt hier an die Quelle und fange die von ihrem Spawn ab. Also nicht auf dem Spawn, sondern auf der Straße zu A. War jetzt mal darüber, da sind nämlich ein paar bei unserem Spawn. Ja, ja. Hier direkt hinter der Wand zum Beispiel ist einer. Gönn dir. Kannst du dir alle abfrühstücken. Was ist dein Plan, du Arsch? Tja, aber kleine Franzose. Na gut, ey, da schießt du in unseren Spawn rein. Ich glaube, es hackt. Ist ja auch ein Franzose. Ey, hat, glaube ich, gar nicht in unseren Spawn reingeschossen. Nee, der hat links auf den Park geschossen. Das entpuppt sich schon wieder zu diesen langweiligen Runden, die du während der Events hast, wo die Leute nach einem Tod rausgehen. Das Gegnerteam ist eigentlich schon weg. Ja. One-Death-Leader sollten echt eine Strafe kriegen. Ich verstehe ich auch nicht, also in jedem anderen Spiel kriegst du da eine Strafe für. Also macht halt überhaupt keinen Sinn, also aus spieltechnischer Sicht finde ich. Also ich glaube in jedem, wirklich in jedem so richtigen Ego-Shooter kriegst du dafür eine Strafe im Multiplayer-Modus. Ja, sollte auch.
Warum ist hier Smoke? Okay. Weiß nicht, warum hier Smoke war. Hier im Park muss irgendwo einer sein. Okay, man... Ach, da ist er ja. Alter, ich hasse es. Das hasse ich im Panzer 4. Der ist so butterweich. Ja, ja. Also, wenn die Leute nicht gerade die Stellen treffen, wo die Zusatzpanzerung, also die Ketten hängen, furchtbar. Ja. Alter, bleib bloß stehen, Junge. Bleib bloß stehen. Ah ne, ich wollte ja halt Panzer zeigen. Nein! Ach, jetzt bin ich noch ins Flugzeug. Na, egal. Na gut, unser Team ist eh schon fast raus. Es gibt eh drei. Ja, Runden. Eben. Also ich finde das echt schade. Das nimmt einem so ein bisschen den Spaß am Spiel. Ja, aber gut, aber ich verstehe halt nicht, warum machen sie es auf dem Battle Rating momentan, weil das Event, das bringt doch gar nichts auf so einem niedrigen. Ja, gut. Also du kannst halt entweder im High-Tier-Punkte, kriegst du höhere Multiplikatoren oder du klopfst Robben im so weit niedrig, wie es halt geht. Hm. So, komm, zeig mir den Gegner. Wo ist die Flak? Die Flak? Tot. Schade. Da sind mehrere Panzers. Ja, ziemlich viele sogar. Das ist KV-1E, der gerade alle platt macht. Der hat halt Pole Position auf seinem Rating. Der hat eine kaputte Kanone, sehr schön. Au. So, ich. Ich treff noch was, ich treff noch was. Oder auch nicht. Hab ich noch was getroffen? Nein. Na gut, so. Dann doch, Panzer. Ich versuche mich jetzt mal mit der 50er gegen Panzer. Der 50er gegen Panzer, ja gut, aber es sind ja, zwei Jäger. In der 262? Jäger, in der 262? Ne, der ist raus. Der wurde gerade zerstört. Mit der 262 komme ich mit der 50er gut klar im High Tier, aber die Pulkzerstörer 410 habe ich irgendwie nie wirklich benutzt. Brauchst du auch nicht, weil du mit 20er durch die Dächer kommst. Ja. Okay, jetzt hat sich das gegnerische Team entweder aufgelöst oder sitzen alle im Flugzeug, die noch da sind. Weil warum kann unser Team gerade so massiv vorstoßen? Hm, ich weiß, warum ich die 410 nicht fliege. Sie ist so ein großes Ziel. Ja, gut, aber die BTR ist halt auch eine gute Flak. Das stimmt. Dann komme ich jetzt mit dem Jäger. Aber nicht gesehen, von wo der Schuss kam. Oh, ein ITP. Die zermürben uns gerade so ein bisschen. Ja, und ich weiß noch nicht warum. Also unser Team overextendet gerade halt hart. Ja, das ist halt auch so eine Sache, die ich nicht raffe. Why? Kopfschuss. Ja, der hatte sogar Augen drauf. Ein Türmchen. Hier werden bestimmt gleich Gegner kommen. Wie man russische Flieger runterholt, indem man ihnen ihre eigene Medizin zum Schlucken gibt. Bester deutscher Ground-Support-Jäger. Er hätte mir deswegen beinahe gerade noch eine Bombe auf den Kopf geschmissen. Ich weiß nicht, ob das sein Plan war, aber... Ja, der hat... Ich habe den so zu klump geschossen, dass er nur noch die Bombe werfen wollte. Ja, eben. Das hat leider fast funktioniert. Ja, leider. Fast. Na gut, jetzt sind sie im Spawn gefangen. Das war's. Na, zwei Kills, also geht.
Ich weiß nicht, ob es die richtige Wahl war, mit dem G reinzugehen. Der ist ein bisschen langsamer als die anderen. Soll halt schwerer gepanzert. Ach, schwierig. Die Panzerung, die dir überhaupt nichts bringt, meinst du? Ja. Oh, geil. Ich versuche gerade mit dem Panzer einen Marder 1A3 zu erforschen. Gute Idee. Habe ich überhaupt noch was unten auf dem Battle Rating, was ich gerade noch erforschen könnte? Ich glaube nämlich Ach, weißt nicht. du was? Ich erforsche jetzt den Panzer 4J, den ich immer links liegen gelassen habe. 4J habe ich ja schon. Nee, also ich habe tatsächlich alles erforscht. Oh, guck mal, den 4E, den habe ich nicht mal gekauft. Oh nee, hier, Panzer 8, 38 TF, den kann ich hier mal kurz auch erforschen. Aber 4G, warte mal, wer hat denn die meiste Panzerung? Mal kurz gucken. Die hatte ich auch schon länger nicht mehr. Mothbook. Der hat 80, 50. Yay, schon 50, wieder 50, 4-7. 80, 50. Ach komm, doch der H. Ja gut, macht ja nichts. Wohin? Cappen schaffen wir nicht. Dafür sind wir zu langsam, glaube ich. Weiß ich nicht, je nachdem, was hinfährt. Also wenn unser STKFZ dahin fährt, dann kriegen wir es definitiv nicht. Können es ja mal versuchen, aber. Ja, Vor allen Dingen, wobei. ich glaube, der fährt eher in die Mitte. Ja, der fährt in die Mitte. Nee, links von uns ist auch noch einer. Nee, der geht campen, kann man lassen. Na gut, dann schwenken wir nach B direkt. Also, ja, so in die Richtung zumindest. Geht der campen? Ich bin mir nicht sicher. Der fährt nach außen weg. Ja gut, ich Naja, werde nee, nichts vom Cap wir abkriegen. schaffen es nicht mehr. Links, rechts, links, rechts. Deutsche MGs klingen irgendwie hier im Spiel so überhaupt nicht ehrfurchtgebietend. Ja gut, aber ich glaube, die waren eh nicht so. Also die Frequenz war ja einfach höher als bei anderen. Deswegen hören die sich halt auch höher an. Ja gut, alle anderen Nationen haben ja auch schwere MGs auf dem Dach. Eben. Oder die meisten. Dafür haben wir Star Wars Waffen. Yay! Da, 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 da. Yay! Sturmtruppengewehr. So. Hast du dir den Trailer zu Andor angeguckt? Nee, noch nicht. Okay, ich werde dich nicht spoilern, aber es gibt Oder? eine Sache in dem Trailer, da regen sich sau viele Leute drüber auf. Weil die haben ja immer irgendwelche Waffen genommen, meistens Zweite Weltkriegswaffen, und verändert. Ja. Irgendwo links vor uns ist schon eine Rede. Und im Hier. Andor-Trailer laufen die Leute halt einfach mit einer AK rum. Unverändert. Ja, Ja, gut. Wait. Wann kann die Preda ihr Geschütz komplett zur Seite? Ach lol, die kann das jetzt runterklappen. wie runterklappen. Ach, die Seiten. So. Krass. Krass, da fallen mir komplett neue Einsatzmöglichkeiten ein. Alter, wie der uns gerade fertig macht, der Dude. Ja gut, das ist eine extrem potente Kanone in einer guten Position. Ja, ich hab ihn auch erwischt, aber. Was habe ich ihm denn zervögelt? Er brennt vielleicht. Er ist tot. Unfassbar, ey. Wie viel hat er weggemacht? Vier? 4 Leute, ja. Ja, aber da sieht man halt leider, wie gesagt, Panzerung von dem Ding hier ist voll für den Arsch. Ja gut, die Breda-Kanone ist halt extrem stark. Ja, aber mit dem Panzer 3 hätte man sich noch irgendwie ein bisschen winkeln können, hätte man es überlebt. Wette ich drum. Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber bestimmt, mit dem Panzer 3 bist du nicht so oft One-Shot. Also weil entweder der Turm oder die Wanne leer ist. Panzer 4 platzt irgendwie schneller. Ja. Deswegen mag ich Panzer 4 als Gegner total gerne, weil die immer total schnell am Arsch Ja, sind. das macht immer Spaß, die Türme fliegen zu lassen.
Vor allem musst du nicht viel über nachdenken, wo du hinschießt. Du kommst einfach überall durch. Aber ist ja auch nur ein Unterstützungspanzer. Haben sie genau falsch rumgebaut. Und da würde ich irgendwo geschossen. Der von rechts, du musst schnell hier raus. Du musst schnell hier hoch. Da ist er. Ob ich ihn rausscheuchen kann. Ach komm, jetzt habe ich getroffen und der platzt da währenddessen. Also da. Da ist T34. Komm, fahr wieder zurück. Ich sehe dich nicht. Alter, wo steht der denn? Ach komm, hinten bei unserem Spawn steht einer. Was? Also rechts von unserem Spawn, ganz außen, die Straße lang. Okay. Ja, mit der Asi-Posi. Wird beschossen auf jeden Fall schon mal. Ja, ich hol mir den jetzt mit dem Flieger. Hm. Kannst du mir grob die Stelle markieren? Ich sehe ihn gerade nicht. Dürfte, wenn ich ja, hier so? Jetzt bin ich nicht hier oder so gesagt, aber. Kann schon sein, da so in der Ecke. Ich sehe ihn noch nicht, ich sehe ihn immer noch nicht. Oder sehe ich ihn? Ich sehe ihn leider nicht, also ich. Was ist denn noch? Wo ist die Map-Grenze? Ah ja, da steht er. Was, da ist er? Okay, dann. Ah, ich sehe ihn fahren. Ja. Ich habe ein bisschen aufgeschreckt. Oh, war das knapp. Scheiße. Ich muss mich jetzt leider erstmal um den Jäger kümmern. Er ist tot. Von Chefi. Nee. Oder doch, ich glaube, es war ein Chefi. Nein. Das ist ein Franzose gewesen. Der ist raus. IL-2 im Anflug. Ich sehe halt einfach keine Gegner mehr. Ach Leute, wo seid ihr denn? Irgendwo auf der Map irgendwas Leichtes markiert? Nein. Nur Mediums und die sind beide tot. Geht's hier? Sind die, die hier standen, gestorben? Ah ne, da steht noch was. Ich habe gerade mit meinem Propeller einen Doppeldecker zerschreddert. Sehr schön. Ja, aber mein Propeller ist weit draufgegangen. Scheiße. Hier steht ein T34. Ja, so richtig mega geil ist die Kanone auch nicht, wenn man gegen T34 geht. Gerade gegen die Wanne, ey. Wo steht der bitte jetzt? Die sind so flach, die Dinger. Man sieht die so schlecht, die Sredis. Ja, das stimmt. Bei welchem Tree ist das Italiano? Oder was ist das? Ja, das ist der neue Eventpanzer. Ach so, Event. Ah, hi. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin viel geiler.
Also habe ich voll. Ich finde die 410 optische ansprechender, muss ich sagen. Ich finde die beide ziemlich hässlich, muss ich sagen. Ich bin eh nicht so der Fan von diesen Heavy-Jägern, außer von der Poté von der französischen. Die finde ich noch gut, die aber... Die Potets. So, was mache ich denn? Ich mache das da weg. Ist der Srini, glaube ich, oder? Nee. AV. Ja, ich habe einen schönen Bauchklatscher gemacht und habe mir die Rotoren, Propeller beide? Gemacht. Ja, beide. Scheißdreck, ey. Sehr gut. Ich bin ein Gleitflugzeug. Dafür mache ich die Srini jetzt kaputt, ich noch. So, einmal reingeklatscht, sei die Raketenwerfer kaputt gemacht. Genau das wollte ich. Ja, hast du keine Bomben dabei? Nee, habe ich noch nicht, die ist Stock komplett. Ah, okay, Mist. Dann finish ich jetzt den Job, ja? Ja. Oh, da schießt jemand auf dich. Nein. Und ich mach auch einen Bauchklatscher. Boom! Nee, bei dir ist aber mehr kaputt, ey. Diese Heavy Fighter, ne? Ich mag den nicht, also... Also die Russischen sind super wendig. Die Deutschen eher nicht so. Na, guck mal, der KV, der ist sogar drauf gegangen. Scheiße, dann könnte ich... Würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal mit dem Scheinfahrzeug rein können. Wenn nicht mit der Möhre hier. Und der Busch ist auch irgendwie komisch da vorne. Da ist irgendwas schief gegangen. Ja, ich muss ja gleich weg. Ist ja irgendwo ein Flugzeug da hinten gegnerisches Nö, ne? Ich sehe nix, ne? Shit. Dann auch noch zwei Gegner. Was ist das eigentlich für ein Kaliber? 15 mm. Also gerade die Grenze zur Autokanone. Ja. Kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen, das Ding, aber gut. Das Ding ist auf seinem Battle Rating gegen Panzer extrem mit der AP. Mhm. Naja, aber heute muss ich tatsächlich ein bisschen früher Schluss machen. Ich hatte überlegt, ob ich noch eine mache, aber ich muss jetzt tatsächlich weg. Schnü. Erstmal kurz. Aber dann, wenn ihr irgendwie die Idee habt, schreibt es in die Kommentare, weil momentan spiele ich einfach das, was mir Spaß macht, so in letzter Zeit. Schreibt es einfach rein, wenn ihr irgendwas wollt. Ihr kennt ja ungefähr Metal Battle Ratings. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.